In Frankfurt läuft seit gestern die Messe Tendenze Lifestyle, die zweitgrößte Konsumgütermesse der Welt. Und zum ersten Mal präsentiert sich die Tendenze nicht nur in den Messehallen selbst, sondern auch draußen im Freien, im City Park. Dort zeigt eine Gruppe von jungen Designern ihr Können. Driving Range geht's dann aufs Putting Green, ne? Ja, ich denke auch. Das hier ist Pit Green. Wer ist Pit Green? Er hier ist Pit Green, der weltweit erste vollspielbare Mikrogolfer, den ein Darmstädter Designbüro entwickelt hat. Und wie funktioniert der? Der hat irgendwie 4 Golfschläger und so einen besonderen Ball, ne? Genau, das Set Pit Green, das besteht aus dem Pit selbst und diesem Trolley hier mit 4 verschiedenen Schlägertypen für verschiedene Schlagarten, genauso wie beim richtigen Golf. Er hat ein Eisen, hat einen Driver, hat einen Putter und hat eine Wedge für einen Bunkerschlag. Und zack. Geht super. Junge Designer wie Oliver Johansson trifft man an diesem Wochenende im City Park am Anlagenring zuhauf.